Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pitfall, die verlorene Expedition. Wie versprochen bin ich jetzt hier wieder... geh mir bitte aus dem Weg. Ich möchte hier, ciao. Am Schrein von Huitaka. Heißt er so? Er hieß so, oder? Ich bin nicht gut mit Namen. Und wir können jetzt hier den Weg durch, denn wir haben ja die Fackel. Wir können uns den Weg öffnen. Und kommen jetzt, ich habe leider gerade nicht geguckt, wo wir rauskommen. Bei der Battered Bridge. Geh weg, Affe. Bei der richtig. Hier gab's ein Secret, das ich als Kind immer verpasst habe, weil das ist, Achtung, das ist richtig fies. Wir können hier runter. Moment. Nein, war das auf der anderen Seite? Nein, nicht der Affe. Oh Gott. Oh Gott, das ist jetzt gerade gar nicht gut. Ah, doch, hier unten ist ein Schamane. Richtig. Wir sind doch auf der richtigen Seite. Und bei dem kaufen wir uns... Smash Strike, Super Sling oder Breakdance. Ich glaube, der Smash Strike war das nützlichste, oder? Mountain Notes, Caver Notes. Die Notes, die brauche ich im Moment nicht. Extra Leben brauche ich auch nicht. Smash Strike oder Break? Ich glaube, wir nehmen den Smash Strike mit. This move lets me do a mighty downward smash. Genau. Das ist jetzt quasi ein Smash auf dem Boden. Moment. Hä? War Affe? Dieser Affe, der... Nein! Das... Moment. A-A-B? A-A-A-B, nicht... A-B-B. Ich bin... Genau, wunderbar. Mit dem können wir auch Wildschweine besiegen, wenn ich richtig bin. Und uns an den ein oder anderen Stellen durch den Boden quasi boxen, smashen. Bin gerade gar nicht mehr... sicher, wie die Brücke im Deutschen hieß. Verfallene Brücke. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. So, hier auf der Seite gibt es nichts für uns, außer ein paar nervige Wildschweine. Wildschweine, sag ich. Ah, ne, hier gab es die eine Stelle, wo ich aber bis heute nicht weiß, wie die funktioniert. Da fährt jetzt gleich... Müsste eigentlich jetzt eine Statue hochfahren. Oder nicht? Hä, ich... Beim letzten Mal ist hier eine Statue hochgefahren. Ich bin verwirrt. Wir haben auch immer noch diesen Affen an uns dranhängen. Aber immerhin rülpst der nicht mehr. Wie er vorher die ganze Zeit gerülpst hat. So, die beiden sind mit sich selbst beschäftigt. Und wir können zum Mama Olu-Turm weiter. Das war, wenn ich mich erinnere, so ein Turm in der Mitte von einem See. Mit einem... Der sich halt so... Ach, ich spoilere. Wir werden es gleich sehen, wenn ich richtig bin. Der sich irgendwie drehen konnte. Ja, genau. Genau, mit dem Schalter da oben konnten wir den Turm drehen. Was mir aber gerade viel mehr Sorgen macht, ist das Krokodil! Geh weg, böses Krokodil. Geh weg. Weiche, reptilischer Abschaum. Damit meine ich nicht Mark Zuckerberg. Entschuldigung. Also hier müssen wir ganz kurz auf das Krokodil warten. Und dann können wir hier hoch. Und hier rüber. Und hier rüber. Mensch, das sieht ja jetzt richtig gekonnt aus. Bei anderen Videospielen bin ich ja immer so am Rumfällen, aber Pitfall habe ich halt auch schon öfter gespielt. Da, hier kommen wir noch nicht weiter, gell? Hier müsste eine Wand vor. Ja, richtig, hier ist eine Wand vor. Pitfall habe ich halt, das spiele ich jetzt bestimmt schon zum vierten Mal oder so.
Da sieht das mittlerweile etwas geskillter aus. Ja, jetzt müssen wir hier halt aufpassen. Vor den Krokodilen im Wasser. Im Schlamm, im Wasser. Ja, das ist Wasser, in dem die da sind. Ich bin schlau. Kannst du bitte woanders hingucken? Das guckt mich schon so an, so nach dem Motto, so, ja, den fress ich gleich. Harry, da ist ein Loch. Da würde ich an deiner Stelle nicht reinfallen. Ich höre einen Schamanen, oder? Bin mir aber nicht sicher. So, haben wir erstmal das hier um. Und damit dreht sich jetzt der Turm und uns öffnet sich ein neuer Weg. Was ist da, wo vorher die Wand vor unserer Nase war? Da können wir jetzt einfach durch. Jetzt müssen wir nur nochmal an den Krokodilen vorbei. Das bringt uns nichts, genau. Hier müssen wir aufpassen wegen dem Loch. Hier müssen wir aufpassen wegen dem Krokodil. Überall müssen wir aufpassen. Ist da hinten noch irgendwas versteckt? Es wäre ein guter Ort, um irgendwas zu verstecken. Aber es sieht nicht so aus. Nein, wir könnten nur über die Säulen da drüber hüpfen, damit wir nicht an den Krokodilen vorbei müssen. Jetzt die Frage, was ist das da hinten? Da hinten ist noch ein Weg. Wohin führt der uns? Das weiß ich leider nicht mehr. So, hier. Hier durch. Hier gab es noch da oben halt. So, da oben seht ihr noch einen Götzen. Den gibt's. Hier noch. Und Wildschweine gibt's hier übrigens auch. Konnten wir die nicht mit dem Smash-Angriff besiegen? Jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher, tatsächlich. Hört auf, mich zu verunsichern. Ich hoffe auch, dass mit der Tonqualität jetzt alles stimmt, weil ich ein bisschen was umgestellt habe. Beziehungsweise mein Computer ein bisschen was umgestellt hat und ich das dann wieder richtig einstellen musste. So, runter, dass wir weiter schwingen. Hui. Oh Gott, es war gerade knapper, als es hätte sein sollen. Tatsächlich. Amai. Emaya. Amai. So, dich nehmen wir mit. Und dann geht's da hinten weiter. Wildschweine, lasst mich bitte alle in Ruhe. Sonst gab's hier auch, glaube ich, nichts mehr. So, zum Dschungelpfad. Du, 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 du. Jetzt sind wir auch an einem Ort angekommen, glaube ich, wo... Kann ich? Moment. Wo meine... Erinnerung, beziehungsweise das, wenn ich an das Spiel denke, was ich im Kopf habe, das hört jetzt so langsam auf und es ist halt so, ja, ich erinnere mich dann wieder an die Orte, wenn ich an den Orten bin. Harry, nimm bitte, danke. Wenn ich an den Orten bin, erinnere ich mich wieder dran, aber wobei es gibt noch so ein, zwei Orte, an die ich mich erinnere. Das war jetzt, das stimmt gar nicht so. Das sieht tatsächlich gar nicht so einladend aus. Wisst ihr was? Oh mein Gott, da sind auch noch Gegner. Das war, glaube ich, nicht mein bester Plan. Nimm die den Götze. Oh mein Gott, ich lebe. Oh mein Gott. Gott, das hat irgendwie funktioniert. Ich habe kein Wasser mehr. Wah! Da geht's runter und hier geht's weiter. Hier kann ich auf jeden Fall durchrollen, ne?
Die Frage ist, will ich das? Ich denke, es ist... Ich bin mir da noch etwas unsicher. Ach komm. Okay, hier kommen wir nicht durch. Und jetzt darf ich mich nicht von den Skorpionen stechen lassen. Und dann ist alles gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Da brauche ich eine Spitzhacke. Und hier werdet ihr Zeuge der besten Treppensteig-Animation überhaupt. Für dich brauchen wir, glaube ich, Dynamit, um dich da rauszuholen. Und hier gibt's keine Skorpione? Doch. Nee, das sind Fledermäuse. Ah, da sind Skorpione, doch. Ich hatte doch recht. Ah! Ich darf halt nicht getroffen werden. Wenn ich jetzt noch einmal getroffen werde, dann hat sich das ausgepitfall-harried. Das wäre gar nicht so toll. So, wo kommen wir jetzt raus? Ich achte da nie drauf, wo das... Ah! Oh Gott, den habe ich gar nicht mehr erinnert. Also ich erinnere mich daran, aber ich weiß gar nicht mehr, was ich hier machen muss. Ich glaube, wir mussten da auf beide Seiten hoch. Aber ich bin gerade... Oh Gott, den habe ich gar nicht mehr im Kopf. Hier war irgendwie ein... Ach, ich weiß nicht. Ich lasse einfach auf mich zukommen. Hier kriegen wir jetzt erstmal eine neue Spezialfähigkeit von unserem vierbeinigen Freund. People in your litter. Never picking up after yourselves. Hey, great. A handbook page. Super run technique. Where'd you find this? Oh, just happened to stumble across it. Like I coincidentally stumbled across you. Right. If you're really that lonely, you can hang out with me for a while. Me? Get lonely? Me? King of the jungle? Earl of the banana tree? And Duke of all mangoes? You coming? Only so I can protect you. Protect me from what? Well, for starters, you got two tribes of natives and St. Clair's mercenaries all ready to kill each other. Pushka, St. Clair's guide. The last time something gave me the creeps that bad is when I woke up one day and found myself covered in maggots. You were covered in maggots? Maggots? Ah! Wow. Quicklaw. Heißt er Quicklaw? Ich glaube, er hieß Quicklaw. Es macht mich jedes Mal wieder fertig. Aber wir haben den Heroic Dash gelernt. Mit dem können wir ganz schnell über... Oh Gott, war das... Das war jetzt echt nervenaufreibend, die Zeit, die ich mit einem HP rumgerannt bin. Mit dem Heroic Dash können wir ganz schnell da rüberrennen. Jetzt bin ich gerade am gucken, da... Aua. Uncool. Kommen wir da hoch? Ah! Ich habe mich ja gar nicht gesehen. Wo kamst du denn her? Wo kamst du denn her? Kann ich hier hochjumpen? Nein, nicht mal ansatzweise. Dann wollen wir... Ah ja, wir sind richtig. Sehr gut. So, wie kommen wir jetzt? Muss ich mir ganz kurz einen Überblick schaffen. Das sind halt St. Clair Söldner. Ja, wie Quicklaw uns gerade eben schon gesagt hat, wir haben es hier nicht nur mit St. Clairs Söldnern zu tun. Aua! Oh mein Gott, war das fies. Das machst du nicht nochmal, okay? Das... Also bitte... Das war ja richtig gemein. Sondern auch mit zwei Dschungelstämmen. So, du wirst dem Krokodil da unten verfüttert. Warum das Krokodil auch immer da nicht hindasht, das fände ich irgendwie sehr cool. Wenn halt generell das Krokodil dahin dashen würde, wenn irgendwas ins Wasser fällt. Und nicht nur, wenn ich ins Wasser falle. Außer das Krokodil hat irgendwas spezifisch gegen uns. Okay, da kommen wir nicht hoch. Uncool. Und jetzt
muss ich überlegen, wie das war. Also dich schalte ich mal ganz kurz aus, weil du mir definitiv im Weg bist. Hau ab. Danke. Ah, dann gehen wir, ich wollte gerade sagen, dann gehen wir kurz auf die andere Seite, aber da bin ich einfach nicht in der Lage zu springen. Harald? Der Fallgruben-Harald. So, schwupp. So, du wirst aus dem Weg geräumt. Nein! Ah! Warum? Halte dich da fest, Harry! Okay, da muss ich gar nicht maximal ausholen, um darüber zu kommen. Das ist gut. Danke, dass mich das nicht durch die Gegend gehauen hat. So, hier können wir ganz offensichtlich mit unserer Fackel ein bisschen Kabumm machen. Mache Boom! Ja, ich... Auf dem Weg zu meinem Ziel zerstöre ich auch gerne mal altertümliche Relikte, die da seit hunderten von Jahren unberührt im Dschungel stehen. Das... Oh Gott, war das knapp. Ich fing schon an abzurutschen. So, da kommen wir so hoch. Schwupp. Und dann müssen wir darüber. Was mussten wir hier machen? Da kann ich nichts greifen. Muss ich einfach mit der Fackel? Ja. Ja, ich muss einfach mit der Fackel dran. Wohin schwurbelst du denn? Da hoch. Ja, dann war es tatsächlich wie meine Erinnerung. Da mussten wir die beiden Dinger hier aktivieren. Nein, Harald, würdest du bitte beides wegstecken? Dann müssen wir noch kurz um das... Müssen wir uns noch um das andere kümmern. Uah. Uah, da komme ich so... Doch, so komme ich hier rüber. Es war ein gewagter Sprung, aber es funktionierte. Kann ich? Moment. So komme ich da hinten hin. Zu dem Götzen, der da steht. Kann ich dich eigentlich umhauen? Okay, es benebelt ihn ein bisschen. Es ist immerhin ein bisschen was. Gut, und hier kommen wir rüber, können uns den schnappen. Kann ich von hier oben da hoch? Von hier aus komme ich da definitiv nicht hoch, aber vielleicht von der Statue. Wenn ich da hochkomme, dann ist es aber vermutlich nicht gewollt. Deswegen lasse ich das mal sein. Und flitz an dir vorbei. Versuch an dir vorbei zu flitzen. Was nicht soll, das soll wohl einfach nicht. Gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, soll es erstmal gewesen sein von Pitfall, der verlorenen Expedition. In der nächsten Folge schauen wir uns da drüben das Teil an und ich schätze mal, dass sich dann da das Tor öffnet oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht mehr. Gut, Freunde, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.